Freitag will 3200 Panzer für Ukraine. Und damit herzlich willkommen zu Kompakt der Tag. Das sind einige unserer weiteren Themen. Premiere, Fakten über Nord Stream. Munition, Freddy rüstet auf. Trump, Zensur auf Twitter. Hofreiter will 3200 Panzer für die Ukraine. Der Grüne toppt wie immer alle, wenn es um Hochrüstung geht. Besonders frappierend ist, dass der Mann wie ein Althippie aussieht, aber gleichzeitig den beinharten Stahlhelm ergibt. Sehen Sie selbst. Aber die Ukraine verliert sehr viele Soldaten, insbesondere im Süden, wo offenes Land ist. Und die Militärs berichten uns, dass sie da dringend mehr gepanzerte Fahrzeuge bräuchten, insbesondere stärker gepanzerte Truppentransporter und Kampfpanzer. Beides hätten wir und beides sollten wir liefern. Hofreiter ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs. Ganz generell drücken USA und NATO aktuell auf die Tube, was die Aufrüstung in der Ukraine angeht. So hat die EU für 2023 Zahlungen in Höhe von 18 Milliarden Euro für Kiew vorgesehen. Das entspricht in nur einem Jahr der gesamten Summe, die die EU in den vergangenen 8 Jahren zusammen an die Ukraine überwiesen hat. Treiben uns Verrückte wie Hofreiter in einen direkten Krieg mit Russland, also in einen Weltkrieg? Darüber diskutieren unsere Redakteurin Dr. Stefanie Eckhardt und Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer. Herr Steffi, wir haben einen neuen Lieblingsgrünen. Bisher war das immer Frau Baerbock oder der Herr Habeck. Aber jetzt haben wir diesen sympathischen Zottelbären, der sich in den Vordergrund spielt mit immer verrückteren Kriegsavancen. Und du hast verfolgt, was er bei einem Podiumsgespräch mit der Berliner Zeitung von sich gegeben hat. Ja, ich bin heute Morgen fast vom Stuhl gefallen. Ich habe gedacht, entweder ist er ein Verbrecher oder er ist wirklich komplett wahnsinnig. Das darf einfach alles nicht mehr wahr sein. Ein paar Zitate haben wir aus der Berliner Zeitung. Es gäbe nur zwei Möglichkeiten, die Ukraine dauerhaft zu schützen. Entweder man nehme es in die NATO auf oder man stattet die Ukraine mit 3200 Leopardpanzern aus. Dann wird niemand sie mehr angreifen. Also dann soll er sich doch bitte schön ehrlich machen und Russland direkt den Krieg erklären. Abgesehen davon habe ich dann einen Militärexperten angerufen. Wir haben gar keine 3200 Leopardpanzer. Ja, nicht mal ein Zehntel, glaube ich, haben wir. Ja. Und es müssen auch Leopardpanzer sein. Er nimmt ja dann die USA in Schutz. Ne? Also er will mehr Einsatz von uns, weil, Zitat, die USA übernehmen ja bereits 90% der finanziellen und militärischen Anstrengungen. Und wir müssen zumindest den Rest schultern. Also 3200 Leopardpanzer seien dann vielleicht der Rest. Denn der Krieg sei ja bei uns, nicht in Amerika. Und oft sei es in der Geopolitik geboten, Zitat wieder Cowboy Hoffmann, mit dem Colt auf dem Tisch zu verhandeln. Also entweder ist das ein Stuss oder ein Witz oder ist das Wahnsinn? Also er ist der größte Feldherr aller Zeiten. Den Titel Kröllfatz hat ja bisher ein anderer. Aber jetzt soll der Hippie das alles richten und geht auf den Spuren der Wehrmacht. Damals waren es die Tiger oder die Panther, jetzt sollen es die Leoparden sein. Da will er also den Krieg gewinnen. Apropos Kröllfatz, tatsächlich macht er einen Rundumschlag. Und zwar in Bezug auf Russland, aber auch in Bezug auf China forderte er ein viel, Zitat, abgezockteres und härteres Auftreten. Dann tritt er nach Frankreichs Präsident Macron. Der würde sich überschätzen, weil Anfang Dezember hatte Macron gesagt, dass einer der Hauptpunkte, Zitat jetzt Macron, die Präsident Putin nennt, die Sorge ist, dass die NATO zu nah an ihn heranrückt und die Stationierung von Waffen, die Russland bedrohen könnten, ihn eben auch bedrohen. Und das hat Hofreiter natürlich überhaupt nicht gefallen. Also ja. Was will er denn? Will er sich da mit auf den Panzer setzen und dann mit rüberfahren? Nee, also der kleine Napoleon alias Macron ist dem Kröllfatz Hofreiter zu russenfreundlich. Ja. Er will sich dann auch noch gleich mit China anlegen. China ja auch. China ist ja auch Putin-Versteher. Ne? Also er ist wirklich der langhaarige Vertreter des Vierten Reiches und kommt aber als Grüner daher. Was haben uns die Grünen nicht alles versprochen? Die wollten die Bundeswehr abschaffen, die wollten aus der NATO austreten, Frieden schaffen ohne Waffen, war die Parole in ihrer Gründungsphase 80er Jahre. Gut, dass du an diese grüne Doppelmoral erinnerst, nämlich Stichwort, keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete, das ist die Wahlwerbung zur Bundestagswahl 2021.
keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Ja, bereit, weil ihr es seid. Ja, wir sind bereit für den Frieden mit der schönen Friedenstaube. Ja. Grüne Doppelmoral, gut, der Herr Hofreiter hat ja da eine lange Latte. Haben wir heute mal ein bisschen gegraben. Er hatte ja auch mal ein Steuerhinterziehungsverfahren am Hals, das ist schon lange her, 2014. Also gleichzeitig hat er Steuererhöhungen für uns gefordert, ne? Immer mehr Steuern sollen wir zahlen, selber aber zahlte er keine. Und wurde dann auch in Schutz genommen, ne? Er hat ja den Fehler bereut und eingesehen. Und dann haben sie sich 2017 auf die Fahne geschrieben, niemals mit Fake News Wahlwerbung zu machen oder mit falschen Zitaten. Ne? Lesen wir uns das doch nochmal durch. Keine Waffen und Rüstungsgüter in Kriegsgebiete. Er hat ja schon öfter mal Panzer gefordert und mehr Waffen. Ja, er ist die ganze Zeit vorne mit dabei, weil er wollte Minister werden für Landwirtschaft und Viehzucht und Abschaffung der Bauern. Ja. Aber dann ist es der Özdemir geworden, von dem man jedenfalls in Kriegsfragen wenig hört. Ja. Ist ja sowieso so, dass die Türken vernünftiger sind als die deutschen Grünen jedenfalls. Und jetzt, dass er da zurückgesetzt wurde, veranlasst ihn dazu, jetzt immer mehr am Rad zu drehen. Gott sei Dank hat er keine reale Macht, weil er ist ja nicht im Kabinett. Aber er ist sozusagen der Flakhelfer für diejenigen, die den Kriegskurs immer mehr verschärfen wollen. Und es ist ja so, dass die Ukraine im Grunde Schwierigkeiten hat mit ihrer Bewaffnung. Die haben ja bisher vor allem mit veraltetem sowjetischem Gerät geschossen. Flugabwehr zum Beispiel oder Flugabwehrpanzer. Aber da geht jetzt die Munition aus Sowjetzeiten aus. Deshalb ist jetzt der wahnsinnige Druck im Westen, die fehlende ukrainische Reserve auszugleichen, indem man selber immer mehr liefert. Ja? Und bei der Bundeswehr ist ja mittlerweile so, die Bundeswehr selber hat keine Munition mehr, weil alles an die Ostfront geht, alles an die Ukrainer geht. Die Bundeswehr hat im Augenblick nur noch Munition, um einen Tag lang Krieg zu führen. Ja, aber trotzdem, Leute wie Hofreiter wollen das Rad weiterdrehen und jetzt auch noch 3200 Panzer schicken, die wir gar nicht haben. Also jetzt mal ganz abgesehen vom politischen Lagerdenken, ja, diese amerikanische Geopolitik, die Grünen, die Doppelmoral der Grünen, ist mal ganz abgesehen von allem. Das muss doch jedem, sogar den Klimaspinnern, klar werden, dass wir hier einen Wahnsinnigen als Abgeordneten im Bundestag sitzen. Die Klimaspinner, wie du sie richtig nennst, die brauchen ja nur mal zusammenzählen, was 3200 Leopardpanzern an CO2 ausstoßen. Ja, da können sie sich hinkleben in der Ostukraine und die Panzer am Fahren hindern. Aber das wird natürlich diese Leute nicht stoppen. Und die Klimakinder sind ja nur hierzulande aktiv, weil sie da gehätschelt und geschützt werden. Aber es müsste doch jedem aufgehen, dass er mit dieser Forderung eskaliert. Naja, im Grunde ist er sozusagen das Sprachrohr, die Stimme der US-Falken. Ja, die US-Falken wollen ja Europa, wollen Deutschland in eine direkte Konfrontation mit Russland treiben. Die USA weigern sich, von ihrer Seite aus Panzer zu liefern. Die haben einen Panzer ähnlich wie Leo 2, den Abrams. Der wird nicht geliefert. Und stattdessen will man die Deutschen animieren, das zu tun. Und dafür ist eben Herr Hofreiter zuständig. Oder diese ihre von der FDP, die Frau Strack-Zimmermann. Marie Agnes, wie kann man seinen Sohn Marie Agnes nennen? Ja, sie ist auch so eine verhinderte Kampfsoldatin, ein Kampfsoldat und war natürlich genauso wenig wie Hofreiter selber bei der Bundeswehr. Ich meine, die USA machen jetzt wirklich Druck auf Deutschland, nicht nur in Bezug auf die Panzer, sondern auch in Bezug auf die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte. Es sollen künftig jeden Monat 500 zusätzliche Ukrainer in Deutschland auf Truppenübungsplätzen ausgebildet werden, vor allem in Grafenwöhr vermutlich, dem größten amerikanischen Truppenübungsplatz weltweit, dann aber auch in Wiesbaden, vermutlich auch in Ramstein. Also wir werden hier wirklich zur zweiten Front erklärt und Leute wie Hofreiter sind sozusagen die dummen Idioten, die nützlichen Idioten der US-Drittweltstrategie. Also für mich hat der Typ eine Meise. Er hat ja mal irgendwann gesagt, wenn die Bienen sterben, dann sterben innerhalb von 4 Jahren dann auch die Menschen. Ich würde mal sagen, wenn seine Meise aus dem Kopf verschwindet, dann haben wir Wähler ein viel längeres Leben. Der spinnt. Liebe Zuschauer,
Die Grünen beschäftigen uns immer wieder hier, der Ukraine-Krieg ebenso. Was denken Sie über die aktuelle Entwicklung? Wie stehen Sie zu den Forderungen von Herrn Hofreiter und anderen Heckenschützen im Regime? Schreiben Sie uns Ihre Kommentare hier auf YouTube unter das Videofenster oder auf unserer Website und teilen und abonnieren Sie diesen Kanal. Ja. An diesem Samstag um 18 Uhr erscheint auf dem YouTube-Kanal von Kompakt unsere große Nord Stream-Doku. Worauf dürfen Sie gespannt sein? Liebes Publikum, hier endet die gekürzte YouTube-Fassung dieses Beitrages. Wegen der Zensurgefahr können Sie die vollständige Sendung nur unter kompakt-online.de sehen. Den Link finden Sie in der Beschreibung unter dem Video. Viel Spaß beim Weiterschauen, wünscht Ihnen Ihr Kompakt-Team.